Narzissten sind überzeugt von ihrer Unbesiegbarkeit und Allmacht. Sie präsentieren sich als unantastbar und unberührt von den alltäglichen Sorgen und Gefühlen, die andere Menschen so haben. Ihr grandioses Selbstbild lässt sie so erscheinen, als könnte nichts durch ihre Rüstung durchdringen. Doch unter dieser Fassade gibt es bestimmte Erlebnisse, die diese Illusion zerstören und sie machtlos zurücklassen. Hallo, ich bin Michael Kleist. Ich bin Coach und Traumatherapeut und helfe Menschen online, per Zoom-Meeting, aber auch in meiner eigenen Praxis auf ihrem Weg in ihre neue, gute, selbstbestimmte Zukunft. Heute werden wir über vier Dinge sprechen, über die ein Narzisst nie hinwegkommt. Bevor wir beginnen, lass doch ein Abo da, denn mit deinem Abo hilfst du auch anderen, leichter an Aufklärung über Narzissmus heranzukommen. Stichwort YouTube-Algorithmus. Lasst uns nun mit Nummer 1 beginnen. Die Zufuhr, die sie von dir bekommen haben, die Energie, die Wärme, die Hingabe, die du geliefert hast, die ist nun weg. Narzissten sind wie Sonnenblumen, die sich ständig zur Sonne drehen und all das Licht und die Wärme aufsaugen. Für Narzissten bist du die Sonne, die Zufuhr und Energie schlechthin. Diese Bewunderung, diese Sonnenstrahlen sind es, die sie am Leben erhalten. Nur durch Sonnenstrahlen können Sonnenblumen wachsen und gedeihen. Aber wenn die Sonne für diese menschlichen Sonnenblumen untergeht, fühlt es sich für einen Narzissten an, als wenn eine eisige, endlose, kalte Nacht beginnt. Es ist wie beim Mond, der selbst nicht strahlen kann, weil es in ihm nichts gibt, das ihn strahlen lässt. Er kann nur scheinen. Er leuchtet dann, aber es ist fremdes Licht, welches er widerspiegelt. Oder, um mit den Worten von Heinz Erhard zu sprechen, manche Menschen scheinen, obwohl sie keinen Schimmer haben. Narzissten sehen sich nach der Bestätigung und der Bewunderung. Sie sehen sich nach den Sonnenstrahlen. Der Verlust einer Zufuhrquelle allein ist schon verheerend für einen Narzissten. Brechen jedoch mehrere Zufuhrquellen weg, kann es dramatisch werden. Jetzt kann der Narzisst in die narzisstische Krise stürzen. In einer narzisstischen Krise wird er alles, was er zu greifen bekommt, mit in den Untergang reißen. Wie hat jemand vor kurzem einmal im Kommentarbereich zu meinen Videos geschrieben? Ein Narzisst, der gerade am Ertrinken ist, hat nur noch einen Wunsch. Er möchte seinen Sohn, der sich aus gutem Grund von ihm losgesagt hat, noch einmal umarmen. Vorsicht! Bei einer narzisstischen Krise bitte die Beine in die Hand nehmen und laufen. Wenn Narzissten eine Zufuhrquelle verlieren, werden sie versuchen, einen Ersatz zu finden. Aber das, was du ihnen gegeben hast, war einzigartig. Menschen sind eben nicht so austauschbar, wie ein Narzisst es sich immer und immer wieder weismachen will. Das, was du ihm gegeben hast, ist nun weg. Und dieser Verlust wird zu seiner Besessenheit. Sie können die Person, die sie verloren haben, stalken oder gemeinsame Freunde nach Informationen ausfragen. So etwas wird mir immer wieder in meiner Praxis erzählt. Sie werden versuchen, dich zu hoovern. Ich habe dazu schon ein extra Video zu diesem Thema gedreht. Hoovern kann so subtil erfolgen. Es muss nicht immer so aussehen, dass er eines Tages vor der Tür steht und Hello again sagt. Sie können den Kontakt über ihre Flying Monkeys herstellen. Sie können dir zufällig über den Weg laufen. In jedem Fall werden sie dich beobachten. Es kann auch sein, dass sie sich die Next, also die Nächste, holen und nun mit ihr die Beziehung, die er mit dir hatte, nachspielt. Im Bett und beim Sex ist er dann in Gedanken bei dir statt bei der Neuen. Aber es ist ein kläglicher Versuch, der zum Scheitern verurteilt ist. Das Geheimnis ist, dass es nicht nur um Zufuhr geht. Es geht um das Unersetzliche, was er in dir verloren hat. Er hat eine wertvolle Trophäe verloren. Ja, das ist die traurige Wahrheit. Ein Narzisst sieht dich ja nicht als Individuum, als wertvolle Person, sondern als Zubehör, bestenfalls als Erweiterung seines Ichs, aber niemals als Individuum. Ein Narzisst ist wie ein Sammler, der seinen wertvollsten Besitz verloren hat. Du bist nun weg und das hinterlässt eine ständige, nagende Leere, die in seinem Bewusstsein entstanden ist. Nummer 2. Narzissten hassen es, entlarvt und kritisiert zu werden. Narzissten malen ein sorgfältiges Bild von sich, in dem sie immer der Held, das größte Opfer oder der Star sind.
Stell dir das Ganze wie ein Kartenhaus vor, das sie bauen. Sie wollen, dass alle nun von diesem Kartenhaus beeindruckt sind. Aber dann kommst du und weist darauf hin, dass das Haus vielleicht nicht so stabil ist und vielleicht so ein kleines bisschen schief ist. Und nun verliert der Narzisst die Fassung. So etwas darf und kann nicht sein. Für ihn fühlt es sich an, als würde eine ganze Welt zusammenbrechen. Das ist ein Schlag in die Magengrube. Stichwort Kleinkind gefangen im Körper eines Erwachsenen. Jetzt geht der Narzisst in den Kampfmodus. Er wird verletzt und wütend sein, weil es ist, wie es immer ist. Für Narzissten ist das Leben tatsächlich ein einziger Kampf. Und da heißt es, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Jetzt werden sie versuchen, dich klein zu machen, damit sie weiterhin in ihrer Scheinwelt leben können. Aber die Sache hat einen Haken, weil tief im Inneren kommen sie nicht darüber hinweg, dass sie entlarvt wurden. Es ist wie ein Fleck, der einfach nicht herausgeht. Sie tun vielleicht so, als hätten sie es überwunden, aber es nagt an ihnen. Es raubt ihnen den Schlaf und sie grübeln heimlich darüber nach, dass du so viel Schaden an ihrem Image anrichten konntest. Sie tun vielleicht so, als wären sie glücklich. Sie tun vielleicht so, als würden sie einmal nicht an dich denken. Aber die Realität ist, dass es sie nie loslässt. Du bist diejenige, die den Finger auf die Wunde gelegt hat. Und diese Schmach wird sie bis zum Ende begleiten. Drittens, der Verlust der Kontrolle über dich oder nicht in der Lage sein, dich wieder als Zufuhrquelle zu benutzen. Diese Schmach ist groß. Das ist vergleichbar mit einem narzisstischen Elternteil, der sein Kind über all die Jahre stark kontrolliert hat. Aber dann kommt der Tag der Unabhängigkeit. Das Kind wird irgendwann erwachsen und geht seinen eigenen Weg. Das ist dann vergleichbar mit der Entthronung eines Königs. Angst breitet sich aus. Sie haben die Show so lange orchestriert, dass dieser plötzliche Schock sie fassungslos und verzweifelt zurücklässt. Der Narzisst spürt das Zusammenbrechen seines Königreichs, da er keine Bedingungen mehr diktieren oder Forderungen stellen kann. Dieser Verlust der Kontrolle ist etwas, was ein Narzisst nur schwer verdauen kann. Ein Narzisst lebt davon, dass er andere manipulieren und kontrollieren kann. Wenn nun jemand seine Unabhängigkeit erklärt, dann ist das der Super-GAU schlechthin für einen Narzissten. Es ist, als ob ihre Sauerstoffzufuhr abgeschnitten wurde und sie verzweifelt nach Luft schnappen. Sie werden um sich schlagen, um zurückzugewinnen, was sie verloren haben. Ein Narzisst wird von diesem Verlust verfolgt. Die Tatsache, dass jemand außerhalb ihrer Kontrolle ist, also jemand, den sie vorher kontrollieren konnten, die Tatsache, dass dieser Mensch nun ohne sie gedeiht und nicht länger eine Schachfigur in ihrem Spiel ist, hinterlässt eine klaffende Wunde. Woher weiß ich das? Weil mir genau das in meiner Praxis immer und immer wieder erzählt wird. Nummer 4. Die Enttäuschung darüber, dass du seine Größe nicht gesehen hast, ist groß. In ihrer Vorstellung sind sie immer der strahlende Star, die beste Mutter, der beste Partner, der beste Arbeitskollege und so weiter und so fort. Er ist der Mensch, der nichts falsch machen kann. In ihrer Welt sind sie Giganten unter normalen Sterblichen. Stell dir nun einmal ihr Erstaunen vor, wenn jemand kein Ticket für ihre Show kauft, wenn jemand ihre vermeintliche Brillanz nicht erkennt. Das ist Enttäuschung pur. Sie können es einfach nicht begreifen. Ein Narzisst ist zutiefst davon überzeugt, dass er überlegen ist. Und mit diesem Glauben kommt die Erwartung, dass andere diese Größe bitteschön auch sehen und feiern sollen. Ein Narzisst geht in seiner Rolle auf. Es ist zwar alles Theater, aber er glaubt an sein Theater. Und wenn ihm nun jemand sagt, du, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Theater, dann sind sie vor den Kopf gestoßen. Die Frage, sehen Sie nicht, wie großartig ich bin, ist dann der Sprung in der Schallplatte. Der Sprung, der dafür sorgt, dass immer und immer wieder diese Frage gestellt wird. So ein Verhalten von dir sehen sie als Angriff. So etwas darf und kann nicht sein. Für sie ist es Unrecht höchsten Grades. Wie kann es jemand wagen, ihre Perfektion nicht anzuerkennen? Die Folge? Sie hegen Groll oder entwickeln sogar Rachepläne gegen die Person, die ihre Größe nicht erkannt hat oder es gewagt hat, sie zu kritisieren. Deine Kritik, dein sich Abwenden schafft Risse in ihrer scheinbar unzerstörbaren Rüstung.
Denn am Ende des Tages sind auch Narzissten ganz normale Menschen, ganz normale Sterbliche. Sie kämpfen mit Unsicherheiten und Verlusten, die sie niemals wirklich loslassen können. So, ihr Lieben, ich hoffe, ich habe euch mit diesem Video ein wenig weiterhelfen können. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.